Captain Carabelli war ein erfahrener Seemann. Schon als kleiner Junge fuhr er mit seinem Großvater täglich aufs Meer hinaus. Er kannte also praktisch nicht viel mehr als die See und die Gammel Morke, das Schiff seines Großvaters. Eines Tages war er dann selber Kapitän, stand an Deck der Morke und schaute Richtung Norden. Genau in diesem Moment beschließt er, die Reise auf sich zu nehmen.